Moin moin, liebe Kekse und Leute, wir sind immer noch in Escapists. Nach wie vor die Pfeile auf dem Dienstplan zu stehen, auf der To-Do-List. Aber immerhin ist es schon brüchig. Das ändern wir mal sehr bald. Wenn ich dann noch, warte mal, Intelligenz, ne? 1, genau. Das können wir schnell machen. Sobald ich dann noch eine Pfeile finde. Nee. Ist jetzt die Frage, na nee, danach ist Frühstück. Das heißt, ich gehe dann erstmal schnell hoch, die Pfeile abliefern. Noch hält der Beutel ja eine Weile. Und ich muss dann wieder aufpassen, wenn der Beutel bei 50% Haltbarkeit so diese Drehung rum ist, dann gucke ich, dass ich den nächsten Beutel erstmal wieder zusammenschuster. Und ich bete, dass man die Fliesen auch weggraben kann. Nicht, dass das hier irgendwelche Beton oder irgendwas ist, wo du nicht durchkommst. So, wartet einen kleinen Augenblick bitte. Auch prügelt euch. Schöne Ablenkung. So, jetzt haben wir schon mal den gleichen Schneider. Bam. Wartet auf mich. Hab auch Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Es ist immer derselbe, der hier vermöbelt wird. Ich würde sagen, das habe ich ja ausgiebig genug diskutiert. Oder beschrieben. Mensch, setz dich doch hin, ist doch frei. Ja, komm. Kriegst du auch ein Hühnchen. Als Trost. Weißt du, er rempelt sich selber weg und schiebt mir wieder in die Schuhe. Typisch. Jugend von heute, kannst du echt in die Tonne hauen. Dann googeln wir mal. Oh, jetzt eigentlich ein Fleck in der Küche, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber da ist einer. Meins. Mob. Jetzt wieder Pfeile oder Klebeband, geht beides. Was euch immer lieber ist. Aber ich überlege gerade eben nebenbei, weil wenn ich den roten Schlüssel habe, dann kann ich nicht tagsüber einfach draußen rumspazieren. Ich denke mal, vielleicht sind wirklich irgendwie Turmwachen oder irgendjemand, dass wenn die mich draußen erwischen, dann bin ich geliefert. Dann gingen die mir wieder nach. Weil ich habe dann draußen nichts zu suchen. Nur wenn die Türen an sich öffentlich begehbar wäre, was sie ja nicht sind, dann würde es gehen. Aber so kommst du nicht raus. Das heißt, auch wenn ich mir sehr gerne mal das Außengelände anschauen würde, das muss bis zum Schluss wirklich warten. Ich war klar, dass der jetzt hier wieder rumkommt. Weil ansonsten habe ich nicht genug Inventarplatz, um alles zu machen. Komm, schnell suchen. Für die Polypen wieder anrücken. Nix. Komm schon. Ja doch, bin ja schon weg. Zu lange darfst du halt auch nicht in der Zelle drin stehen. Puh, sehr schön. Schnell. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Okay, fehlt nur noch eine Pfeile, dann haben wir den Schneider endlich fertig. Oh, Gott sei Dank. Sind auch so viele Folien. Ich könnte mir irgendwie auch ein Buch in eine Tasche erstmal machen, aber braucht man noch nicht. Nachher werde ich die Folien wieder wie blöd suchen. Ich weiß es genau. Aber deswegen habe ich auch gesagt, ich fange bei 50% an. So bleibt mir genug Zeit, wirklich alle zu finden. Keine Pfeile, leider. Meine Güte. Noch ein Klebeband. Brauchen wir aber nicht. Jetzt muss ich wieder aufpassen hier. Ah, diesmal wurde der Snow verprügelt. Was ist denn hier los? Pfeile! Und das Appell danach ist Freizeit. Das heißt, ich habe eine Chance, dass der hochgeht. Allerdings auch kann auch schief gehen. Dann kriege ich den Beutel nachher. Ja, weiß ich nicht. Nee, komm, ich versuch's. Ich hoffe, dass Florian so nett ist und hochgeht.
Nein. Komm, Florian, sei so nett und geh hoch. Da lang. Ist mir auch recht, wenn du nur irgendwie da hochgehst. Komm schon. Florian, bieg ab. Nein. Ich darf natürlich auch nicht zu lange warten. Jawohl, jawohl, jawohl. Richtige Richtung, richtige Richtung, richtige Richtung. Perfekt. Pfeile. So. Schnippschnapp ist fertig. Robust. Alles klar. Das heißt, kann ich jetzt erstmal reingehen, ne? Genau. Schaffe ich den erstmal runter. Natürlich, wenn kein Polyp dabei zusieht. Oh, nächster Gegenstand abgeliefert. Ja, und jetzt kann ich auch erstmal Folien suchen für den nächsten Beutel. Definitiv. Und dann sollte man ja die Werte fast auf dem Maximum haben. Aber halt mal, irgendwie fehlt mir noch ein Kraftpunkt. Sonst hätte ich nämlich 50 Leben. So. Ne, Mob und Zahnseide kannst du behalten. Jetzt gehen wir erstmal Abendessen. Und ich würde auch sagen, damit das Gegenstände einlagern, weil ich ja auch noch zwei Schaufeln fertig machen will und das ganze Holz, dass ich zumindest schon mal wegen den Schaufeln dann gucke, dass ich das Offscreen ein bisschen weiterspiele, damit es nicht allzu lange dauert, weil man muss es ja nicht unnötig rauszögern. Klebeband brauchen wir. Der hätte weniger gekostet, na gut. Jo. Ach, es ist ja Nachtruhe. Naja, so ganz kapiert habe ich es immer noch nicht. Aber naja, was soll's. Was ist los? Das merke ich mir. Sneaker ist anscheinend notgeil, dass der je nach seiner Zelle reinkommt. So. Okay, zweimal Folien. Warum kommt jetzt eine Wache hoch um die Uhrzeit? Mir kommt gerade so eine Idee. Ich werde mir mal die Nunchakus doch mal herstellen, damit ich die als Waffe habe, und dann werde ich mal denjenigen, der Holzarbeiter ist, so lange vermöbeln, bis ich den seinen Job habe. Weil dann kann ich so immer ein- und ausgehen, ohne dass ich den Schlüssel brauche. Dann brauche ich ihn mir nicht extra den grün machen, das wär's doch. Kann ich das ganze Holz da unten alles abliefern, das wär's, genau. Dann sind es immer drei Holzsträhnen pro Gang, weil ich brauche den Beutel und den orangen Schlüssel. Und dann... Nur zwei. So. Beutel, oranger Schlüssel und mehr brauchst du ja dafür nicht. Dann hole ich mir den grünen. Ach, siehst du, orange. Da wollte ich doch mal gucken, wie das da drin aussieht. Das würde mich auch mal interessieren. Aber ich brauche erstmal einen Beutel, der ist wichtiger. Bevor ich irgendwas Doofes mache. Oder komm, dann, dass ich wenigstens schon mal das Rätsel löse, ob es Turmwachen gibt oder nicht. Notfalls, ich habe ja gespeichert die Nacht, da passiert ja nicht viel. Ich hole mir jetzt einen orangen Schlüssel und dann... Nee, doch nicht, ich brauche den Beutel vorher. Ansonsten ist der nicht im Arsch. Ich hole erst die Folien. Jawoll! Bombe! Okay, dann kann ich mir nämlich auch schon mal das Klebeband nehmen. Dann haben wir schon mal den neuen Beutel fertig. Perfekt. So, die kann ich ja eigentlich... 25, die geht auf 10 runter, weil dann kann ich nämlich da hoch... Nee. Ich gehe noch nicht mit dem Schlüssel dahin. Das mache ich nächsten Tag, weil ich will auf jeden Fall erstmal speichern. Bloß, was mache ich mir als nächsten Gegenstand? Ich habe auf jeden Fall mal schon mal die Pfeile. Oh, hast du schönes Magazin, jawohl, bisschen Money. Mache ich mir jetzt nächstes nochmal eine Schaufel, oder? Was brauche ich denn eigentlich noch so für den Ausbruch? Kerze habe ich, Schaufel, also das Multifunktionstool habe ich, die Schere habe ich. Dann brauchst du doch eigentlich nur noch... andere Schaufeln streben, um das alles auszustützen. Jo.
Ich brauche jetzt nur noch Schaufeln. Und dann kann es losgehen. Und dann natürlich die ganze Schokolade muss ich dann alles noch mit runterschleppen. Das machen wir dann noch ganz zum Schluss. Haben wir schon welche? Aber ja, genau, das reicht dann soweit. Diese Stiefel. Ein Worms-Spiel. Okay. Worms spiele ich sehr gerne. So, auf jeden Fall. Genau, dann heute Nacht erstmal speichern und morgen schauen wir uns mal auf dem Dach um. Gleich am besten früh, nachdem wir gefrühstückt haben. Ja, falls dann nämlich wieder irgendwas schief geht, dann ist alles noch gesaved. So, was brauche ich nochmal für die Schaufel? War Klebeband, Metallblech und ein Stück Holz, ne? Ach ja, genau, ich brauche erstmal einen improvisierten Griff. Shit. Metallblech, Klebeband. Metallblech war es ja, Metallblech, okay. Da brauche ich jetzt auf jeden Fall. Warte mal, was haben wir jetzt nur ein Klebeband? Da brauche ich eine Feile und ein Stück Holz. Ja. Noch ein Klebeband. Holz! Na, kommst du her? Entschuldigung, Daniel, aber ich muss dich mal eben ausrauben. Holz und eine Feile. Die hat er auch ja irgendwo gesehen. Nee, hier war sie nicht. Wenn von euch jetzt jemand noch eine Feile hätte, das wäre genial. Dann haben wir schon mal den Griff wieder. Dass man dann schon mal die erste richtige Schaufel. Also ich will zwei robuste Schaufeln auf jeden Fall nochmal haben, die wir mal brauchen. Und dann würde ich sagen, zwei sollten eigentlich reichen, weil notfalls habe ich ja auch noch mein Dingens. Mein Multifunktionstool war sehr robust, das verliert ja nur 1% pro Nutzung. So schöne Sachen. Keine Feile. Und genau, dann gucke ich, dass ich den Job bekomme für Holz. Siehst du, die Nunchakus will ich mir ja auch noch machen. Mache ich die vielleicht zuerst? Weil da gibt es doch bestimmt mehr Kohle, oder? Ich weiß es nicht. Was soll ich zuerst machen? Dann mache ich jetzt mal die Schaufel fertig. Obwohl, ich brauche nur noch ein Holz, dann... War doch ein Schakus, ist doch Klebeband und zwei Holz, ne? Schakus. Ach, ein Draht und zweimal Holz. Ja gut, ein Draht habe ich ja. Ich dachte, es war ein Klebeband. Holz. Sehr schön. Ein Draht sollte ich noch in der Zelle haben, das heißt, Lukunata beobachten. Hoffen, dass der Inventar wieder so lange bleibt, aber der wurde ja gerade eben geändert, das sollte passen. Komm, schön behalten, schön behalten. Okay. Dankeschön. Okay, Holz, Holz und ein Draht habe ich nicht dabei, verdammte Hacke. Ich hätte schwören können, ich habe einen Draht. Ja gut, das braucht man nicht. Den Mob können wir hier liegen lassen. Schlüssel. Alles safe. Speichern. So. Gut. Dann Klebeband, Holz, Holz. Schlüssel ist auch wichtig. Warte mal, da muss ich erstmal ganz schnell einen Draht suchen. Den werden sie wohl haben hier irgendwo. Schon Leute, irgendwo ein Draht. Dammit, was mache ich jetzt? Egal, ich lasse das heute liegen. Ich muss runter. Das gibt's uns nicht. Ja, ich komm schon. Bin schon da. Mann, hab ich keinen Draht mehr. Das ist doch eine Kacke. So, Flolle ist im Holzfahrrad. Okay, Florian, tut mir leid, aber gib dann nachher schön eins mit da. Oh, ja, falsche Tür, Entschuldigung.
echt keiner von euch einen Draht? Kann nicht sein. LOL, man. Man kann beides überschneiden, das fetzt ja auch. Ich surf und wisch, ich bin multitaskingfähig. Einen Dreckfleck bräuchte man noch. Schon wieder hier. Genau, der Zimmermann ist Flolle. Naja, dann müssen wir den nachher mal ins Auswischen. So, hat jetzt von euch jemand einen Draht? Ich würde nämlich meine Sachen ganz gern behalten. Nee, Löffel. Ach komm, ich würde sagen, wir probieren mal den Moment. Scheiße, da hat ja gar keinen Platz mehr. Was ist denn los hier? Einfach mal, um zu gucken, was man noch haben. Die Dings. Nur mal Zahnpasta, die braucht man nicht. Dass man den Beutel erstmal hier lassen. Den ganzen Beutel hier lassen. Und dann schauen wir uns mal oben das Dach an. Und wahrscheinlich kriege ich jetzt eins auf den. Ja, es sind Zellen. Also sind definitiv Turmwachen da. Die wollen einfach keinen Draht, ey. Oder mach ich mir da jetzt mal die Pfeile? Achso, ich habe gar kein Geld dafür. Dammit. Aber so wissen wir schon mal Bescheid. Turmwachen sind da. Oh shit, 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 das war's. Boah! Ausgewichen! Dead! Oh. Nein! Scheiße! Ach, aber ich bin nicht böse, dass man nochmal laden muss, weil jetzt habe ich meine ganzen Sachen noch wenigstens. So ein Mist aber auch, ey. Okay, vielleicht sollte ich mir doch erstmal die Pfeile holen, dass ich das dann Dings, das kein. Ja. Denn von euch echt keiner ein Stück Draht? Das muss es doch geben hier. Nehm mal das. Komm, mach mal erstmal die Schaufel. Scheiße drauf. Oh, jetzt brauchen wir noch ein Metallblech. Bonk. Oh, halt. So, bin schon da, bin schon da, bin schon da. Okay. Dann brauchen wir jetzt ein Metallblech, genau. Machen wir erstmal die Schaufel. Dann sind wir glücklich. Mann, mach ich erst so einen auf Ninja, den da auszuweichen und dann. Halt auch die Frage, welcher von den Beuteln wird zuerst verbraucht, wenn ich jetzt was Illegales in der Tasche hätte? Wird es immer abwechselnd oder beide? Jo. Ich hatte noch nie zwei Beutel zur gleichen Zeit. Na gut, dann weiter moppen. Dann mache ich erstmal die Schaufel fertig und danach dann nochmal den Nunchakus. In der Zwischenzeit kann ich ja schließlich auch den Draht suchen. Ist ja kein Problem. Metallblech. Danke dir, Losti. So, dann haben wir schon mal die brüchige Schaufel. Können wir erstmal auch mal wieder einlagern. Und auf jeden Fall erstmal weiter nach einem Draht suchen. Das lässt mir auch keine Ruhe. Ich glaube, man kann die Bullen wirklich dadurch verwirren. Indem man einfach hier ins Inventar geht und dann kurz wartet und bumm, wechseln sie die Richtung. Hallo, suchst du mal? Toll, ey. Nur weil das manchmal nicht funktioniert hier. Das läuft halt schon wieder so bombastisch. Obwohl, braucht man nicht rummeckern, bisher läuft es ja wirklich ganz gut.
Oh, Metallblech. Ja. Ist halt jetzt blöd wegen dem Schlüssel, weil der Platz wegnimmt. Aber naja, brüchige. Wir jetzt auch ein Klebeband hätten, das wäre richtig knorke. Und ich habe kein Geld. Habe ich kein Magazin? Ich kein Magazin, verdammt. Als ob die wissen, wo ich hin will hier. Kein Klebeband. Ne, okay. Dann müssen wir doch erstmal das hier irgendwie nochmal reinbunkern. Bop. Und ab zum Mittagsappell. Ich bin doch schon da, Mensch. Ich habe immer noch kein Geld. Ich weiß, der Transporter, der bringt am meisten Geld, aber ich muss mal gucken, wie viel die einzelnen Jobs bringen. Der Hausmeister war. Waren das $25 oder waren es 20? Ich glaube 25. Muss ich nämlich mal gucken, wie viel im Vergleich der Zimmermann bekommt, nicht, dass der dann im Endeffekt weniger bekommt. Dann warte ich natürlich, bis ich Florian von auch vermöble. Helgeld, hast du irgendwas Brauchbares? Eine Folie braucht man nicht, aber das kann man nehmen. So, dann Holz schnell. Bop. Trainieren, 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 trainieren. Komm her schon, komm her. Alter! Von 30 auf 80 hoch, aber hackt's. Die drehen alle durch. Chillt mal eure Base hier, Alter. Oh, Entschuldigung. Warte mal, liegt da noch jemand, oder? Ich wollte eigentlich erstmal noch kurz die Werte trainieren. Wartet. Ich gebe besser hinterher. Scheiß auf die Werte. Nicht, dass sie mich wieder anschreien alle. Nochmal kann ich mir nämlich nicht leisten. Metallblech wäre schön, aber ich brauche ein Klebeband der Pfeile. Ew. Was ist eigentlich Benny mit dir? Warum sind die Meinungen so weit runter? Ich war doch bei dem auf 80. Oder wird das auch hier durch ein Reset resettet? Durch nochmal neu laden. Wäre natürlich Käse, aber. Also. Blöd, aber naja, kann man anscheinend nicht ändern. Aber gut, wir haben schon mal ein bisschen was noch gemacht. Ja, Metallblech habe ich. Gott, ich habe keinen Platz für das alles. Warte mal, dich legen wir hier hin. So, haben wir alles. Von daher speichern. Okay. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge versuche ich die Schaufel fertig zu kriegen. Zu kriegen. Und. Deswegen, ich spiele mal bis zur nächsten Aufnahmesession noch nicht vor, weil dass ich die Schaufel noch fertig kriege. Bis dahin finde ich dann auch noch ein Draht und ein Holz für einen Jackus, denke ich mal. Und dann sehen wir zu, dass wir Florian so richtig eins in die Kinnlade geben und dann geht's weiter. Von daher, bis dahin, eure Kaka. Tüdelö.